Hallo meine Damen und Herren und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Gothic 3. Wir sind momentan in Geldern, eine der Orkstädte in Myrtana, und wollen noch ein bisschen mit Nemrok plaudern, also tun wir das doch auch direkt mal. Wo finde ich noch Artefakte? Außer in der Wolfsmine. In diesem Teil Myrtanas, um Geldern herum, ist eine große Menge an Artefakten zu finden. Wir sind bisher noch nicht dazugekommen, alle Bereiche zu erschließen. Im Norden gibt es eine alte Ruine auf einer Felsspitze. Geh und sieh nach, was dort zu holen ist, und bring es mir. Aha. Ich glaube, das ist die Ruine, die da bei Silden ist. Das ist aber dann... Moment. Das wäre dann ganz weit im Norden. Das wäre ja hier. Oh ja. Vielleicht ist es ja auch eine andere. Keine Ahnung. Gibt es Minen im Süden von Geldern? Dort gibt es eine verlassene Mine. Jedoch graben wir dort nicht mehr. Sie warf nicht mehr genug ab. So, dann können wir jetzt mal direkt von Temperatur erzählen, der Hamil damit beauftragt hat, Artefakte zu stehlen. Dann schauen wir mal, ob Temperatur da wirklich fein sauber rauskommt aus der Sache. Der Alchemist Peratur hat den Sklaven Hamil damit beauftragt, Artefakte zu stehlen. Ah ja. Peratur und Hamil, sagst du. Gut zu wissen. Ich werde sofort das Nötige veranlassen, um das zu unterbinden. Gute Arbeit. Weiter so. Hehe, sehr schön. Da werden wir doch direkt mal mit den beiden sprechen, die jetzt schon irgendwas... Beziehungsweise ob die darauf irgendwie reagieren. Ah, nee, eher mal nicht. Aber wir könnten mal gucken, ob der was Neues hat, was wir brauchen. Das brauchen wir nicht mehr. Wir haben ja mittlerweile... Sind die mittlerweile giftresistent. Dann gehen wir mal zu Hamil. Ob der irgendwas zu meckern hat. Und danach kümmern wir uns dann um die Minen. Uiuiui. So. So, Hamil, wo war der nochmal da oben, ne? Da oben in dieser Hütte. Also gehen wir dorthin. Du Schwein hast mich verraten, jetzt darf ich wieder Steine kloppen. Wirst schon sehr bald sehen, was du davon hast, mit den Orks gemeinsame Sache zu machen. Dreckskerl. Hehe. Aber ausrauben können wir immer noch. Ja, mit dem Handeln können wir jetzt natürlich nicht mehr, logisch, aber wollen wir ja auch nicht mehr. Sehr gut, so, was machen wir zuerst? Wir nehmen uns zuerst den Süden vor. Also hier, das ist doch der Süden, jawohl, das ist der Süden. Und hier soll doch irgendwo diese Mine sein, die wir erschließen sollen, genau. Ne, das ist Nördern, Norden Gelderns. Moment, ach, im Norden Geldern ist die Höhle. Ich dachte, im Süden wäre die irgendwo von der... Samuel erzählt hat. Wäre aber auch komisch, wenn die im Süden wäre, denn im Süden haben wir ja so gut wie alles gemacht. Aber im Süden könnte noch eine Mine sein. Und zwar hier rechts von uns. Links kann nichts sein, da sind die Berge. Und ja, also, da kann nichts sein. Aber hier, da wo die Oger sind, dort könnte noch eine Mine sein. Ich weiß nicht mehr genau, wo diese ganzen Minen sind. Wow. Das weiß ich nicht mehr genau. Aber das ist ja kein Problem, die werden wir alle schon wieder finden. Notfalls muss ich eben nachgucken, wo sie sind, aber das sollte eigentlich kein Problem sein. Wir erkunden ja sowieso alles und dabei werden wir auch alle Minen finden. Auch wenn es schon viele sind. Wolfsmine, Schwefelmine, Goldmine und dann eben noch die neue Mine da, die wir erschließen sollen. Das ist schon einiges. Jetzt müssen wir hier erstmal die Oger killen. So, und einer geht noch rein. Scheiße. So, die locken wir jetzt, clever wie wir sind, da hinten zu den Orks. Da habe ich gerade noch einen seltsamen Pilz entdeckt. So, komm nur näher. Nicht stehen bleiben. Ja, nicht in meinen Weg gehen, Ork. So, jetzt müssen wir irgendwie... So, komm. Sehr schön. Das war schon alles. Du wärst fast dabei draufgegangen, Kollege. Na gut, wäre er nicht, aber dem Oger hat er überhaupt nichts zugesetzt. So, den ersten hätten wir. Ess ich mal Fleisch. Gutes Fleisch. Und da nicht speichern, sondern hier. Das ist der letzte Spielstand.
Und dann gehen wir uns noch die anderen beiden vorknöpfen, auch wenn ich die jetzt nicht unbedingt wieder hier zu den Elite-Kriegern locken will, denn wie ihr wisst, kämpfe ich nicht zusammen, gerne zusammen mit anderen. So, vielleicht haben wir jetzt das Glück, nur einen Oger hier zu erwischen, dass der andere nicht kommt. Aber ich glaube, dieses Glück ist uns nicht vergönnt, nein. Aber der ist, irgendwie ist der so weit weg gerade, dass wir den vorher killen können. Sollte eigentlich kein Problem sein, den nur mit Pfeilen hier abzuspeisen. Jawohl, ja. So, den ersten netten wir. Und der zweite... ich Idiot. Folgt nicht sofort. So, speichern. Und ich lock den dann jetzt doch nochmal zu den anderen Kriegern da. Uiuiui, zu den Elite-Kriegern. Ich habe den seltsamen Pilz jetzt eigentlich mitgenommen. Ja, hab ich. Jawohl, pack die Armbrust aus. So, na komm. Muss ihn richtig treffen. So, jetzt müssen wir aber das Schwert auspacken. Sehr schön. Perfekt. Damit haben wir sie alle. Die drei Orks, hätte ich jetzt fast schon gesagt. Die drei Oger. So, speichern wir auch direkt mal wieder. So, dass sie alle drei platt gemacht haben, in Grund und Boden besiegt haben. Und dann gucken wir uns mal da hinten um, ob da wirklich eine Mine ist. Rein logisch, beziehungsweise, ja, wenn man das mal logisch sieht, kann da eigentlich keine sein. Weil man müsste ja auf dem Weg nach Geldern dann an diesen Ogern vorbei, wenn man irgendwas liefern will. Das geht also an für sich eigentlich nicht. Aber jo, da hinten scheint eine Mine zu sein, aber es wird dann wohl die verlassene Mine sein. Von der, wie hieß er, Tempek, oder? Hieß er doch. Uns erzählt hat, ich kann mir die Orknamen nie unbedingt alle merken. Er hat ja gesagt, im Süden gibt es eine Mine, die ist allerdings stillgelegt, die warf nicht mehr genug ab. Aber dann schauen wir mal, ob die vielleicht für uns noch irgendwas abwirft. Das wäre dann natürlich eine geile Sache, wenn wir da noch was rausnehmen können. So, achso, wir haben gar kein Fleisch, wir haben ja auch Oger gekillt und keine Viecher. Habe ich den anderen Oger überhaupt schon ausgenommen? Ich glaube nicht, oder? Auf jeden Fall mal hier noch das Kraut und alles einsammeln, was hier so rumfleucht und wächst. Und hast du nicht gesehen? Wo ist denn der andere Oger? Hier. Ja, habe ich noch nicht ausgenommen. So, wo liegt sein Oger Morgenstern? Ach, der liegt in ihm drin. So, ansonsten sehe ich jetzt gerade keine Pflänzchen mehr. Nope, da ist nichts. Wo war jetzt das Lagerfeuer? Hier. Okay, aber das Skelett taucht doch bestimmt noch her, weil das hatte noch eine Waffe dabei. So ein zweites. Die Metalltruhe. Was ist drin in der Truhe? Oh, krass. Ring der Magie und ein goldener Ring. Zwei sogar. Der ist zwar nicht Gold auf dem Bild, aber naja, was soll's. So. Okay, gerade am überlegen. Ja, dann nehmen wir jetzt mal hier das Zeug mit. Das Ogerblatt hier noch. Selbstverständlich. Und dann schauen wir uns diese stillgelegte Mine natürlich auch mal noch an. Ja, möglicherweise wirft die ja noch was ab für uns. Hier habe ich doch noch irgendeine Pflanze gesehen. Ach, hier. Sehr schön. So. Sonst noch was? Sonst noch was? Nein. Kommen wir hier irgendwie hoch? Also da steht noch eine Flammenbeere. Aber da kommen wir von hier aus... Doch, da kommen wir hoch. Na, zack, komm, auf. So. Keine Ahnung, wo wir hier sind. Ich gehe mal davon aus, dass wir jetzt, wenn wir jetzt hier weiterlaufen, dass wir dann, dass da dann das Nordtor von Geldern kommt. Ich laufe mal hier weiter hoch. Ja, schön, da sind wir mal wieder auf einem Berg, auf dem man eigentlich nicht drauf soll. Auch wenn hier mit Sicherheit keine Gargoyles und Truhen mehr versteckt sind. Ja, da unten ist Geldern. Da unten ist Geldern. Jo, alles klar, aber wir gucken uns denn hier trotzdem mal noch um hier oben. Möglich, also man weiß ja nie. Bei dem anderen Dings hätte ich auch nie damit gerechnet, dass da noch was ist. Und von daher schauen wir uns hier auch mal noch um, soweit wie es geht. Alter, ist hier an zu ruckeln. Allerdings dann erst beim nächsten Mal wieder. Oh, das ist noch hier ein großes Gebiet.
Den Telestein haben wir schon. So, also das war's erstmal wieder von mir mit Gothic 3. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Über eine Bewertung und einen Kommentar würde ich mich sehr freuen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann, bleibt dran und tschüss.